Herzlich willkommen in Vollmond am 4. November 2017. Wir haben die aktuelle Vollmond aufgenommen hier auf Mallorca in Campicafort. Ich beschreibe kurz astrologisch, was das bedeutet. In diesem Moment steht Sonne und Mond die beiden Lichter gegenüber. Sonne im Tierkreiszeichen Skorpion, Mond im Tierkreiszeichen Stier. Nicht nur Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Stier, sondern auch unserem Planet Erde. In dem Augenblick, wo die beiden Lichter exakt gegenüberstehen, steigt die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont auf und gegenüber geht die Tierkreiszeichen Stier in Westhorizont unten. Die Thema ist Ich und Du, Liebe, Partnerschaft. Und es vermittelt die heutigen Vollmond, aber vermittelt auch Gerechtigkeit, auch Gleichgewicht, inneren Gleichgewicht. Gleichzeitig steht Venus, die Liebesplanet, Uranus gegenüber, Veränderungen, Umbrüche im Bereich Liebe, Partnerschaft. Also wichtiges Thema ist bei diesem Vollmond um die Gefühle achten und Liebe, Partnerschaft und auch die Karma. Weil bei diesem Vollmond Position steht die Tierkreiszeichen Löwe ganz oben. Und in die Tiefe befindet sich gegenüber im Tierkreiszeichen Wassermann. Und in beiden Tierkreiszeichen Löwe-Wassermann befindet sich gerade die karmische Knoten. Die Aufgabe, die karmische Lernaufgabe in Löwe und die Vergangenheit, alte Erinnerungen in Tierkreiszeichen Wassermann. Und diese karmischen Knoten, was die Inder als Drachenkopf und Drachenschwanz bezeichnet, wirkt auf dem heutigen Vollmond Energie. Das bedeutet Liebe, Partnerschaft natürlich, die Thema Nummer 1, aber auch karmische Begegnungen, karmische Erinnerungen, nur als Information. Wir haben nicht nur gefilmt die aktuelle Vollmond, sondern es kommt auch die schamanische Musik dazu und die Energieübertragung, für die Buddha angemeldet haben. Die nächste Energieübertragung wird sein am 18. November 2017 bei Neumond und ihr könnt noch da anmelden. Diese schamanische Musik hilft auch bei Blockadenauflösung. Wenn ihr Themen habt, loslassen, verabschieden, trennen und da habt ihr noch euren Hindernisse, Blockade, dann können wir das auch bewirken etwas durch die Musik und das maßgeschnitten anfertigen für euch, für euren Thema, was eigenes veröffentlichen, natürlich anonym, und da besteht auch die Möglichkeit, eigene Videos zu buchen zum Blockaden auflösen. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Aber ich möchte nicht allzu viel sprechen, sondern genießt einfach die Vollmond, die Natur und die schamanische Musik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.